Viele Hände machen der Arbeit ein schnelles Ende. Wenn es nach den Beschwerden über den Zustand des Areals geht, hätten es aber zahlreiche mehr sein müssen, um sozusagen klar Schiff zu machen. Aber die, die gekommen waren, machten sich schlicht ans Werk und hatten für ihren freiwilligen Einsatz gute Gründe. Ich mache hier gern sauber. Ja, dass unsere Stadt schöner aussieht und man kann nicht immer noch meckern, man muss auch selber Hand mit anlegen. Aber das machen wir ja eigentlich schon. Es soll schöner aussehen und jeder Bürger soll sich angesprochen fühlen, wenn mal was unten liegt, mal sich zu bücken und dass gar nicht erst wieder sowas entsteht. Naja, wir sind da halt das Stadtwunder. Wir wollen als gutes Beispiel vorangehen, dass die Bürger hier auch selber mal tätig werden, nicht nur meckern, sondern auch mit anfassen. 3 Anhänger voll Äste sowie 2 weitere mit Unkraut und Laub beladen transportierte der Bauhof ab. Die Helfer konnten stolz auf das Erreichte sein, wenn auch nicht alles geschafft wurde. Und daher hat OB Skora noch vor Ort entschieden, im Frühjahr geht's hier nochmal ran. Dann will man aber möglichst alle Grundstückseigentümer mit ins Boot holen. Ja, wir können natürlich den Winter jetzt erstmal nutzen, um sie auch für dieses Thema zu interessieren. Ob uns das gelingen wird, weiß ich nicht, aber ich freue mich einfach schon auf diese Aktion und ich bin mir sicher, im nächsten Jahr werden noch mehr Bürger und Bürger an dieser Aktion teilnehmen. Und das ist einfach auch eine schöne Gemeinschaftserfahrung, die man macht, dass man miteinander mit Menschen, die man so tatsächlich nicht kennt, auch etwas Schönes erreichen kann, was dann die anderen auch sehen. Und darüber bin ich sehr froh. Roland Will und seine Frau, die im ehemaligen Dienstleistungskomplex investieren wollen, waren übrigens auch unter den Helfern und mussten so manches Mal erklären, was hier geschehen soll und wann es losgeht. Ja, ich habe jetzt aktuell einen Kaufantrag für die Flächen hier gestellt, weil die sind wichtig, wenn ich mein privates Bauvorhaben dort realisieren möchte. Und ich werde jetzt sehen, wie das Kaufangebot aussieht von der Stadt. Wenn es akzeptabel ist, dann gehe ich den nächsten Schritt an, die Bankfinanzierung. Und wenn die steht, dann kann auch der Hausbau losgehen. Die Pläne sind schon fertig. Im Hoyerswerda Stadtrat ist in den vergangenen Wochen sicherlich zu anderen Themen sehr oft über Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement gesprochen worden. Allerdings vor Ort war am Samstag erstaunlicherweise kein Ratsmitglied, das mit gutem Beispiel voranging.